Hi Leute, mein Name ist Anton. Ich bin gerade in Thüringen, in Weimar mit zwei Studierenden. Einmal die Hanna von der Hochschule für Musik und die Laura von der Bauhaus-Uni. Wir schauen uns heute den Studienort an. Gerade sind wir auf dem Flohmarkt, also kommt mal mit und genießt Weimar. Das ist die Biber-Eis-Sorten-Auswahltafel. Wenn ihr euch da vorstellt, zeigt es euch, welche Sorte zu euch passt. Na, Schwitze. Schwitze, okay, exotisch. Probier's gerne. Das ist hier der Biber, Felix Biber. Der Student und hat hier seine eigene Fahrrad-Eisdiele aufgemacht. Und gefühlt jeder Student kennt ihn hier in Weimar. Und er macht das beste Eis. So, wir sind jetzt hier auf dem Bauhaus-Uni-Campus. Hier soll es ein nettes kleines Café gehen. Das schauen wir uns auf jeden Fall mal an und trinken ein kleines Käffchen. Weimar ist für mich Gemeinschaft, Studentenschaft, Freunde, Kaffee, kurze Wege. Weimar ist für mich familiär. In Weimar ist vor allem viel Platz für Kreativität. Man hat nicht so ein Überangebot. Also Weimar ist für mich wirklich so ein zweites Zuhause inzwischen. So, das ist jetzt die Bauhaus-Uni. Genau, und das ist unser Hauptgebäude. Und das ist halt architektonisch ganz besonders. Wir sind jetzt hier in der Startlinie vom Seifenkistenrennen und wir schauen uns mal ganz kurz die ganzen Seifenkisten an hier. Also jung und alt fährt hier auf jeden Fall mit und die verrücktesten Autokreationen kann man hier entdecken. Das ist mein Lieblings. Weimar hat halt alles, was eine Großstadt hat eigentlich, aber auf viel kleinerem Raum, viel weniger Leute. Das macht's gemütlich und es macht's auch attraktiv. Was geht in Thüringen? Was geht in Weimar? Eine ganze Menge Studenten, extrem viel Grün, geile Luft, gutes Essen, entspannte Clubs. Eigentlich alles, was man so braucht, so 360 Grad. Ja, das Seifenkistenrennen ist eine studentische Initiative und es findet dieses Jahr schon zum 28. Mal statt. Und ja, die ganze Organisation liegt in Händen von den Studierenden. Wow! Schön hier, oder? Das ist jetzt ein anderer Teil von der Hochschule für Musik, Franz Liszt. Das ist der Hammer. So ist das denn, wenn man studiert, mein Lieber. Das ist cool. Und es klingt so, als ob da gerade jemand übt. Hörst du es? Ich denke, Weimar ist eine sehr vielfältige Stadt, sowohl kulturell als auch auf Bildungsebene, als auch einfach auf Lifestyle-Ebene, wie man heute vielleicht sagt. Man kann hier sehr entspannt leben, man kann hier aber auch sehr gut studieren. Was geht in Weimar? In Weimar geht tatsächlich über alle Maßen viel, obwohl wir nur so wenige Studenten sind. Wir sind knapp 4.500, 5.000, aber wir sorgen dafür, dass wir so viele Veranstaltungen haben, dass wir tatsächlich Schwierigkeiten haben, mit dem Studieren hinterherzukommen. Genau. Und das Schöne daran ist, dass das tatsächlich alles von uns passiert, für uns. Das heißt, bei so einer Veranstaltung, wo ihr alles quasi selbst zusammengeschustert ist, ist quasi die Orga, die Offiziellen, sind alles irgendwie WG-Mitbewohner und Kommilitonen. Party ist immer. Prost! Jo, das war mein Tag hier in Weimar. Wir haben super viel erlebt. Wir waren auf dem Flohmarkt mit dem Seifenkistenrennen, jetzt hier bei der Party. Die Leute haben auf jeden Fall richtig Spaß. Hier alle haben gute Laune. Die Studenten leben ihr Leben. Gefällt mir sehr gut. Weimar ist eine coole Stadt. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen und danke fürs Zusehen. Ciao.